passiert, wenn ein Teenager bei Sims 4 schwanger wird? Wir testen das mit Nadine und Konrad. Die beiden sind total verliebt ineinander und kommen sich gerade zum allerersten Mal näher. Das erste Mal verliebt, die erste Beziehung. Und das erste Mal gemeinsam. Alles könnte einfach so schön sein. Zumindest bis das hier passiert. Die beiden haben im Techtelmechtel-Unterricht wohl nicht richtig aufgepasst. Denn Nadine ist vom allerersten Mal schwanger geworden. Hä? Aber Teenager können bei Sims 4 doch gar nicht schwanger werden. Da habt ihr absolut recht. Teenager können bei Sims 4 tatsächlich nur durch einen Mod schwanger werden. Im echten Leben funktioniert das aber ganz ohne Mods. Also merkt euch, verhüten ist ein guter Plan mit einem Lächeln. Denken wir dran, Verantwortung teilen, darauf kommt es an. Cringe. Aber richtig.